Hallo bei Sam, live aus München. Wir Frauen hören doch gerne mal was Nettes und das sollte unseren Männern zumindest heute am Valentinstag doch etwas leichter fallen. Laut Umfragen wünschen sich 25% der Frauen wesentlich häufiger Komplimente. Manche Männer lassen sich richtig was einfallen. Hier ein paar Tipps in unserer Top 5 der süßesten Komplimente. Der Kuchen war echt der Hammer. Ausnahmezustand in Berlin, denn hier ist zurzeit die Queen of Pop, Madonna, zu Gast. Und hunderte Fans wollten sie endlich mal hautnah erleben. Mehr dazu jetzt hier in unserem Promi-News. Zum Valentinstag wollen wir Ihnen fast etwas schenken, nämlich dieses Entertainment-Notebook von Medion mit 15 Zoll Farbdisplay, Intel Core 2 Duo-Prozessor und 160 GB Festplatte. Es kann schon gleich Ihnen gehören, wenn Sie anrufen und diese Frage jetzt richtig beantworten. Wie heißt der längste Fluss Europas? Ist das A, die Wolga, oder B, ist das vielleicht Olga? Also nicht so schwer. Ja, lassen Sie sich gerne verzaubern. Zum Valentinstag haben wir uns mit dem Team von Uri Geller etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen. Kommen Sie mal ganz nah ran, ganz nah, noch näher an Ihren Fernseher. Tja, den ganzen Zauber und das magische Experiment finden Sie jetzt auf samprosieben.de. Und das sehen Sie ja gleich bei uns. Willkommen zurück bei Sam. Egal ob Society Girl oder Frauen wie Sie und ich, von Schuhen kann Frau nie genug haben. Und so strömten jetzt in New York hunderte schuhsüchtige Frauen herbei, um ein Autogramm von Star-Designer Christian Louboutin zu ergattern. Unter Dreistigkeit oft siegt, drängelte sich so manch Schuhfetischistin einfach an der Schlange vorbei. Der fehlt mir auch noch. Nie mehr graue Maus sein, das wünscht sich Silvia, das ist nämlich ihr größter Traum, denn die 19-Jährige würde gerne mehr auffallen. Doch wenn sie jetzt durch die Straßen wandelt, fühlt sie sich eher, als hätte sie eine Tarnkappe auf. Gelingt es unseren Styling-Experten, aus dem unauffälligen Mädchen eine attraktive junge Frau zu machen? Ich bin gespannt. Jetzt haben Sie die zweite Chance zu gewinnen, nämlich dieses Entertainment-Notebook von Medion mit 15 Zoll Farbdisplay, Intel Core 2 Duo-Prozessor und 160 GB Festplatte. Es kann schon gleich Ihnen gehören, wenn Sie bei uns anrufen und diese Frage bitte dann auch richtig beantworten. Wie heißt der längste Fluss Europas? Ist das A, Wolga, oder ist das B, die Olga? Ja, und mit diesen Themen geht es gleich weiter hier bei Sam. Willkommen zurück bei Sam. 725 Millionen Euro geben die Deutschen in einem Jahr für Blumen aus. Und sie ist das Objekt der Begierde schlechthin. Die rote Rose. Sie ist am Valentinstag der Bestseller weltweit und sie ist kaum zu kriegen. Bis die Blumen im Laden stehen, ist es ein sehr harter Kampf. Ja, ab morgen sind die Rosen dann übrigens wieder erheblich billiger. Ein kuscheliges Liebesnest, davon träumt die 29-jährige Anastasia. Die gebürtige Russin ist selbstbewusst und Schlaffis haben bei ihr überhaupt gar keine Chance. Heute durchforscht sie die Wohnungen von Björn, Tobias und Marc und dabei stößt sie auf merkwürdige Dinge wie Eisbären, Reizwäsche und auf Engel. Mit einem der drei Bewohner wird Anastasia ein aufregendes Liebeswochenende verbringen. Tja, und so geht's gleich weiter bei Sam und unseren Verliebten am Valentinstag. Hallo zurück bei Sam. Drei Wohnungen durchsucht die 29-jährige Anastasia und einer der Bewohner wird der Glückliche sein. Mit ihm wird die rassige Russin ein romantisches Wochenende verbringen, in der Hoffnung, ein kuscheliges Liebesnest für sich und ihren Traumprinzen gefunden zu haben. So. Ja, sind Sie gespannt, wie es jetzt weitergeht? Das Finale von Liebesnest jetzt. Jetzt kommt der alles entscheidende Moment. Ist die schöne Anastasia wirklich ihrem Traumprinzen begegnet? Ein romantisches Dating-Wochenende geht vorüber und die 29-jährige Russin muss sich entscheiden. Hat sie ein Liebesnest gefunden oder bleibt sie ein einsames Herzchen? Wie schön. Und das so passend zum Valentinstag. So, das war's dann also für heute. Morgen geht's hier wieder um Punkt 12 Uhr weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen und hoffentlich auch sehr verliebten Valentinstag. Tschüss, bis morgen.